Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Rent. Hier rennt so langsam die Zeit uns davon, denn heute steht schon wieder die nächste Reckoning-Welle an. Matze, Hippo und Xar sind mit am Start. Servus. Moin. Servus. Hallo und ich wünsche ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Oh Gott. Ja. Ja. Wir sind dabei, die Basis aufzurüsten, beziehungsweise Xar. Ja, ja. Die Wand ist unnötig. Unnütz. Die hier raussteht, die brauchst du nicht. Das ist im Grunde genommen zu viel. Weil die ist keinem im Weg. Die hier senkrecht raussteht, also die hier 90 Grad Winkel raussteht. Wo bist du? Ja. Ja, hier, ich war mir wieder klar. Hinter dir, 2 Meter entfernt. Ja, sehr gut. Also hier die ist nicht nötig, weil die, wenn man da jetzt hier einbricht, steht sie ja nirgendwo im Weg. Was im Weg ist, sind genau die Diagonalen. Das wollen wir machen. Dass die Leute halt reinkommen, da hinten die Wand zerstören müssen. Dann stehen sie vor dieser Diagonalen und dann käme noch eine hier davor geklatscht. Hier. Ja, das da bin ich gerade dran. Genau, aber diese senkrecht raus, oder waagrecht, also wie auch immer, diese 90 Grad raus ist schön, aber nicht nötig. Ja, jo, das ist halt ein kleinerer Platz dann. Ja, könnte am Ende noch irritieren oder sowas, ja. Oh. Ja, das Problem, was wir da allerdings bekommen werden, ist das Reparieren. Ja gut, kommst du entweder von außen oder von innen ran. Ja, die inneren kriegst du halt nicht repariert, das meine ich nur. Achso, ja. Die Explosion haut ja immer ein bisschen durch, fällt mir jetzt gerade auf, ne? Naja gut, was soll's. Ja, nee, also das... Ja. Ja, wollte gerade sagen, ich dachte, dem wäre es fertig, sorry. Nee, ist okay. Nee, ich wollte nur mal die Aufmerksamkeit auf den Mystic Table legen, ne? Ihr wisst warum. Da bin ich jetzt auch. Und kann mir die Sichel nicht bauen. Doch, warum? Kann ich. Nee, sie war nur irgendwie so grau, dass ich gedacht habe, ich könnte nicht. Kann ich aber. Wir haben die Sichel T2 freigeschalten. Wenn die jetzt jeder baut, kriegt er auch gleich noch 10 Sparks. Was ja gut ist. Ja. Ja, und mit dieser Sichel werden wir jetzt loswatschen. Obwohl, vielleicht, ganz im Ernst, vielleicht sogar ist es sinnvoller, erst nach der Reckoning-Welle mit der Sichel loszulatschen. Weil es könnte sein, dass wir in der Reckoning-Welle alles verlieren. Wann geht das nochmal los? 23 Uhr. 23 Uhr. Jetzt, für die Leute, die bei YouTube schauen, haben wir kurz vor 9. Also noch 2 Folgen? Nee, Quatsch, was schwätze ich. Noch 3 Folgen ungefähr, aber zwischendrin haben wir ja auch mal ein bisschen Pause. Dann steht Reckoning an. Und mal schauen. Warte mal, ich schaue jetzt mal lieber nach einem Waffen. Xar, du bist beim Aufrüsten der Wände soweit gut versorgt oder brauchst du da dringend Hilfe? Nö. Hab ich das jetzt gerade richtig verstanden? Wir kriegen 5 Construction Points pro Sichel, die wir bauen. Nee, nur beim ersten Mal 10 Stück müssten das sein eigentlich. Den gab's, ja. Immer wenn du das erste Mal etwas baust, dann kriegst du das. Ich hab keine gekriegt. Aber du hast es dann halt nicht verdient, ne? Nee, sonst hätte ich jetzt einfach gesagt, wir bauen davon jetzt einfach mal 100 Stück, weil die Dinger kosten ja nichts. Wäre so einfach, ne? Ja. Okay. Wer von euch ist denn mutig und möchte mit mir sterben gehen? Kommt drauf an, wo. Wegen der Sichel oder was? Nee, Matze und Hippo, komm, lasst Xama, kommt ihr mit und trefft euch mal beim Taming Table mit mir. Wir müssen mal was töten gehen, was weh tut. Was denn? Ach, seht ihr dann. Oh. Was töten? Was töten, was weh tut, genau. Das klingt doch gut. Das klingt nach einem Plan, ne? Legt vielleicht ganz wertvolle Sachen ab. Was also machen wir jetzt nochmal bemüssen? Für mich wäre das ja Nikolain, gell? Mit der Beschreibung. Ach so, nee. Also nicht PvP, keine Angst. Das meinte ich jetzt nicht. Ganz wertvolle Sachen, als hätte ich sowas. Ja, wenn du noch Ersatzbögen oder sowas hast, die du jetzt nicht brauchst, weil dein Bogen noch genug Leben hat. Nö. Geht auch schnell. Hello. Also entweder in die eine oder in die andere Richtung. Hallo. Hallo. Was machen wir jetzt beim Mythism? Beim Mythism? Beim Mythism machen wir... Wo Mythism? Da, Mythism. Da machen wir das... Turrets, das fünfte von links. Possessed Sentry also. Turrets, Mitte rechts. Da wollen wir versuchen, die Türme zu bekommen und die dann hoffentlich uns verteidigen. Wir wissen nicht genau, was die können. Die müssen aber wir sie sind halbwegs erschwinglich. Die Dinger. Okay. Ja. Kommt ihr los mit Matze, Hippo? Geht wie gesagt schnell. Ja. Was brauchen wir denn? Irgendwas im Anschlag? Waffen und Munition.
Ne? Wenn es das ist, ja. Ich überlege gerade, wo oben war und ich meinte hier auch. Wir können mitdenken, wenn du uns sagst, was du tun möchtest. Wenn ich euch sage, was wir tun, wir würdet um. Ihr nicht mitkommen. Das reicht auch, um nicht mitzukommen. Tja, das war die falsche Erklärung. Wir müssen so einen Drake töten. Da habe ich doch keinen Schiss vor. Nee, die One-Hit-Viecher. Aber sowieso keinen Schiss vorm Sterben, sonst würde ich die Liste nicht anführen. Naja, ich habe schon ein bisschen Schiss vorm Sterben. Ich habe nämlich noch null. Dann schießt du zuerst. Lassen wir ihn einfach mal im Stichdepot, ja. So, hier unten im Tal ist normalerweise immer einer. Ups. Seid ihr noch bei mir? Ja. Ja, plus minus. Das ist gut. Unten im Tal ist auch Wasser, falls ihr noch was trinken müsst. Müsste so eine kleine Pfütze sein. So, da hinten ist er. Seht ihr ihn? In die Richtung, wie ich hier gucke? Da hinten ist... Da dickes, fettes Vieh. Okay, von hier oben versuchen wir mal zu ballern. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Wir nehmen mal den Bogen. Okay, wir kommen soweit. Kopf? Der hat ja nichts zu lachen. Gott. Nee, deshalb ja auch zu dritt. So, und jetzt mit links nehme ich ihn auseinander, glaube ich mal. Dass wir brauchen die Raptor-Krallen. Sichel? Nee, Axt, da sind sie. 4 Krallen. Das ist 7 Krallen. Sehr geil. So, jetzt brauchen wir noch einen. Weiter. Ja, mit der Ausrüstung, die wir haben, können wir den fast alleine legen. Eben. Es ist ja erstaunlich. Ich dachte, man bräuchte mindestens 3. Aber zu zweit geht's auf jeden Fall. Ja, dann machen wir jetzt nicht. Wer will noch mit? Matze oder Hippo? Wer von euch? Oh, ich gehe schon nochmal mit. Ja, dann Hippo, gehst du wieder was Sinnvolles machen. Das ist nicht okay. Dass man nicht zu viele Ressourcen hier binden. Genau. Okay, klar, dann erzähl mir mal, was brauchst du am wichtigsten jetzt? Du könntest mal noch ein paar Sticks sorgen gehen. Oh ja, Sticks sind in der Tat noch Mangelware, ja. Wo? Was? Wie? Ach, da. Ups. Ja. Ups. Du hast jetzt nicht ernsthaft den Großen angeschossen. Aus Versehen doch, ja. Soll ich doch noch dazu kommen? Ja, ist okay. Matze, schieß. Aua. Tot? Ja. Nee. No. Ist tot. Jetzt ist er tot. Na komm, gab doch noch Adventuring wenigstens. Ja, irgendwie nimmt er jetzt endlich. Ich habe jetzt das dritte Mal 1 gedrückt. Dass der einmal die Dinger sich reinpfeift. Okay. Habe ich ihn auf der 5 liegen? Was ist denn das? Ach, das ist das Gift. Noch so selten. Oh, das ist ein gutes Stichwort. Das, ja, das machen wir zum PvP. Habe ich auch überhaupt nicht dabei. Wir brauchen jetzt nicht. Das machen wir zum PvP. Brauchen wir das dann ordentlich. Wie viele Sticks brauchst du, Suxa? Kannst das fast wieder voll machen. So, wir einige. Brauchen ja auch ganz viel für Munition. Also holen. Na gut. Und wenn du mit den normalen fertig bist, kannst du noch die Hardwood-Sticks holen. Also da können wir drin ersticken in den Dingern. Ersticken? Ersticken. Der tat weh, hä? Doofes Tier. Der war jetzt ein bisschen dumm, oder? Wenn du so ein großes Vieh siehst, sag Bescheid. Ne? Hier unten weiß ich jetzt nicht genau, wo sie sich rumtreiben. Ach, da ist er. Ich sehe ihn. Evade? Okay, der ist kaputt. Ich fürchte fast, der da. Der ist doch nicht kaputt. Gott, der hält aber aus. Okay. Kurz nachladen und dann nehmen wir den. 3, 2, 1 und ab. Evade. Was ist denn hier kaputt? Ja, manchmal sind die verpackt, da muss dann einfach ganz nah ranlaufen. Ja, das ist schön beim Raptor. Ja.
Ich mach das. Warte. Du ballerst, ich lenke ihn ab. Huch, die sind total kaputt. Nimm wieder auseinander. Jawohl. Na komm, nochmal. Komm, ich will noch ein paar Claws. Bitte. Mann. Nicht Santa Claus, ist es Raptor Claus. Okay. Ja, Tambi. Dieses erschöpfte Stöhnen. Aha. Stimmt. Gut. Bist du schon wieder weg, Koja? Ja, wir gehen jetzt wieder zurück. Ich hab zehn Krallen, damit. Ich muss mal gucken. Warte mal kurz. Wie viel brauche ich? Ich glaube, ich brauche nur eine pro Crossbow. Noch so ein Copper. Nee, ich brauche 2 pro. Naja, trotzdem könnte ich jetzt für jeden einen der Mastercraft Crossbows herstellen. Oh, das ist doch schon mal ein Antrag. Ne? Ja. Das klingt auch gut. Wie immer sind wir auch im Livestream unterwegs. Das heißt, nicht wundern, wenn ich ab und an was aus dem Streamchat vorlese. Wird schon wieder gedichtet oder was? Nichts ist unmöglich bei Koja. Neue Werbeslogans für den Kanal. Bin gespannt, wie es heute läuft. Die zweite Reckoning-Welle wird um einiges härter sein als die erste, schon von Natur aus. Die wird immer schwerer, von Mal zu Mal. Zusätzlich habe ich die Schwierigkeit der Reckoning-Wellen deutlich nach oben gesetzt im Vergleich zum letzten Mal. Wir sind da noch immer so ein bisschen in der Probierphase. Die letzte war einfach zu simpel, ne? Aber schauen wir mal. Ich brauche noch Spirit Residue und dann kann ich den Bogen fast schon bauen. So. Wo haben wir denn die Lagerfeuer eigentlich? Sind immer noch draußen? Nö, die hat es doch rein verfrachtet, oder? Nö, die sind draußen. Aber erstaunlich. Da ist so ein Kochdingen drin. Ja, damit kannst du, glaube ich, aber kein Fleisch braten. Also zumindest habe ich das jetzt nicht. Nicht. Hier stehen noch Lagerfeuer. Ja, ach, das meinst du mit draußen? Ja, das ist ja nur draußen, ne? Ach, das ist draußen. Ja, das ist draußen drin. Ich kläre dir das gleich nochmal, Matze. Also pass auf, das hier, das ist drin. Ja, okay. Jetzt bin ich drin. Guck nicht hin, mir ist das zu blöd. Und jetzt? Jetzt bin ich draußen. Oh Mann. Mach schnell die Tür zu, Matze. Ja, jetzt wo er draußen ist. Du brauchtest doch Gammelfleisch, oder? Ja. Also, wenn ich Gift herstellen soll, ist das immer gut. Ist im Lagerfeuer vorne an der Ecke ein bisschen was nur, aber ja. Ja, um 5 doch, ja. Na, ne, immer hier. Also, warte hier, beschwer dich nicht, ja. So, Sekunde, ich wollte ja eigentlich Bögen bauen, ne? Crossbögen. Bei Crossbögen, schauen wir mal, ob wir sie bauen können. Ja, leider. Was heißt das? Kann ich nur hoffen, dass die gut sind. Ich hätte gerne mal einen Crit. Jawohl, einen Crit haben wir. 2 Crits. Sehr schön. Max Health, Range Damage, Crit Damage, Clip Size, Penetration, Bonus Range, Penetration. Doppel Penetration, okay. Penetration und nochmal Penetration, okay. Der hat Basti, bitte, Matze. Nein. Ja, ja. Einer hat nix. Einer hat leider nix. Der ist kacke geworden. 2 sind richtig gut geworden. Oh ja, für 4 Leute heute reicht's ja. Sunny ist ja nicht da. Ich tu die mal in den Waffenschrank, ne? Und dann mal. Ja, alles im Inventar habt, das geht mir auf den Senkel. So ein Senkel. Wie gesagt, schaut so ein bisschen auf die Stats. Der eine hat keine drauf. Ich meine, der macht immer noch gut Schaden, aber hat halt keine Boni. So, das war nur der gekrittete Lila, ne, den ich hatte. Genau. Noch ein Venom Sack. Spirit Residue geht wieder zurück. Das muss ich noch einsortieren. Joa, man hat echt immer wieder schnell viel Mist. Habt ihr euch die Sichel schon alle gebaut? Ja, mach ich jetzt gleich. Wie kriegen wir denn die nächsthöhere Axt?
Wenn. Das dauert noch, weil wir sind bei Dings leider noch nicht sehr weit. Bei Dings, verstehe. Bei Adventuring ist das. Okay. Ja? Und da brauchen wir noch lange. Insofern Holz hacken. So, soll ich jetzt Müffelpfiffen sammeln? Das macht ist ja ein Akku, Sinn, dass oder? Wir die brauchen. Macht. Also für die Turrets. Turrets? Ja, aber ich glaube, für die Turrets brauchen wir jetzt echt viel. Ja. Steine wären gut, Matze. Dann können wir nämlich die Tier-2-Wände machen. Die würden uns viel bringen. Na gut. Ja, da sind wir bei 64%. Das könnte man noch schaffen. Wenn wir jetzt richtig Steine hacken gehen. Da kommt ja auch ein bisschen Metall bei rum. Ja, dann machen wir da Tier 2, dann können wir auch die Gebäude aufwerten. Ach so, apropos. Mal leichter apropos werden, wenn man in den Gebäude aufwerten. Das müsste mit dem Ding da hinten eigentlich schon gehen. Ich schau gerade mal. Jawohl, das geht. Wir bräuchten mal Hardwood Logs 500, 300 Zement und 500 Crumblestone. Okay, ich lasse einen Xar erstmal bauen, dann schauen wir, was wir noch übrig haben, ne? Weil das ist sonst echt heftig. Und beim Müffelpfiffen, Matze, das könntest du natürlich auch aufwerten. Mhm. Aber noch bringt es nicht so viel. Da bräuchte ich Essence of Pion Heather 100, Essence of Gold Puppy 100, Rough Ropes, die sind ja quasi im Bau. Und 1000 Lock. Das ist auch okay. Warte mal. Ja, siehst du, wenn du F gedrückt hast. Ja, ja, weiß ich natürlich. Die Essenzen haben wir, glaube ich. Ja, die Essenzen sind easy. Lock kriegen wir auch hin. Also das könnte man aufwerten, aber das steht jetzt nicht ganz vorne, der müsste es. Ja, ich schmeiß gerade das rein, was wir haben. Das war die Spirit Hansi-Hill, oder? Die man bauen kann jetzt. Oben die in der ersten Reihe, die sich hier. Ja. Okay. Ich geh dann nochmal ein bisschen Stein auch holen, weil ich, wenn ich das so sehe, braucht man da sehr viel. Allein fürs Aufwerten. Oh, die Bertha ist wieder da. Aber die hat ja nichts gebracht eigentlich, ne? Hm? Ah, das brauchte sehr lange, bis ich das gerade aktualisiert hatte. Hm, hm. Revenant holt auf, steht da gerade, ja. Revenant holt auf. Revenant, muss ich ganz kurz überlegen, ist lila. Und das sind die anderen, also rund um Nikolain. Holt auf, heißt wir waren vorne, oder wie? Bleib nicht mal so ein bisschen. Was bedeutet das, ja? Halt schon Sachen noch aus dem Inventar geholt hier. Ach so, jetzt verstehe ich auch warum. Komm, hopp weg damit. Wir nehmen gerade auf. Genau, die Frage kam gerade auf im Streamchat. Wir machen gerade eine unserer Aufnahmen. So, Construction bauen wir aus, ne? Ja, da dürfte gleich ganz viel passieren. Wenn du hast, dann bring schon mal herbei. Ja, ja, ich war wieder am Kräften, das geht also nicht so schnell. Die Sturdy Building Materials, ne? Mhm. Ja, das ist das Einzige, was... Ja. Ja, also ja. Ja. Ja, ja. Oh, mein Tier hängt fest. Hallo Tier. Hier. Es ist erschöpfend. Ja, ich finde übrigens die Frage von Benji recht angebracht. Was macht ihr eigentlich, wenn jemand durch die erste Mauer in den Zwischenraum gelangt? Verzweifeln. Da kommt ihr irgendwie schießtechnisch schlecht dran. Das ist richtig. Aber dann haben wir immer noch Zeit, uns da was auszudenken. Nee, Quatsch. Wegrennen. Wir haben da in der Tat recht wenig Chancen. Es wäre, ja, aber was wir machen könnten, ist oben der Deckel, der drauf kommt, Xar, dass du da vielleicht mit Loch machst. Hast du die schon zu? Ja. Schade. Ist auch schon verstärkt. Also solange es nicht verstärkt ist, kannst du mit R oben noch sagen, dass das so ja, Löcher werden da so. Ja, halt. Steinchen reingestopft. Also, okay. Ist schon verstärkt. Okay. Ja. Ja, schade. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass man da von oben reinballern kann, ne? Mhm.
Ah ja, die Reckoning wird uns sowieso die Wand weghauen, dann können wir das ja gleich korrigieren. Ich glaube, Tiere kann man nicht überladen, kann das sein? Keine Ahnung. Xar. Das Tier ist voll, ich habe aber noch mehr, wo soll ich sie dir hin tun? Was macht mein Tier? Irgendwo am Rand steht so ein J2 Gerumselfass, da kannst du mal reinstopfen. Also, J2 Gerumselfass. Ja, 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 genau. Metallkram T2 oder was? Ja, da kannst du reinhauen. Zubauen und verdursten lassen, das ist auch eine Möglichkeit, die wir machen könnten, ja. Ja, das ist nicht ganz ohne, ja. Da oben. Das ist auch voll, klar. Ich hab noch mehr, wohin damit? Oben was zu dann machen wir Munition mit. Was denn, Sticks noch übrig? Ja. Steck so viel in den Adventure Table wie geht. Mein Tier wieder weg. Zum Kotzen. Der ist voll. Bling, 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 bling. Was da? Er baut. Wo ist denn jetzt mein Tier hin? Ah, toll, jetzt ist er leer. Er ist despawned. Toll. Fantastisch. Wo ist jetzt das Fass? Keine Ahnung. Oh, da ist noch ein Bug drin. Hier ist das Fass. Komm her, Tier. Gibt's doch wohl nicht. Pack die restliche hier in das Ästefass. Tier! Kannst du machen. Hab ich schon gemacht. Komm her! Ein Rage-Co, ja? Ich stehe hier wie angewurzelt, weil ich überladen bin. Und das Tier haut ab. Das ist doof, ne? Das ist. Ja. Ein wenig dämlich. Mit Verlaub, ist ein bisschen dämlich. Dämlich. So, jetzt komm mit. Nein. Möchte ich auch. Ich glaube, die darf man nicht überladen. So, gut. Also ich glaube, Sticks haben wir jetzt genug. Erstmal, was hätten sie als nächstes gerne? Steine kloppen, haben wir gesagt, farmen, ne? Ja. Kloppen wir Steine. Ja. Auch oder Flint. Flint ist auch gut. Ich mache jetzt gleich nochmal einen ganzen Schwung Munition. Also die will ich jetzt auch noch leveln. Die Flint Barrel ist aber fast voll, ne? Ja, die wird gleich ganz schön leer werden. Wie gesagt, ich mache jetzt gleich noch Munition, dann will ich gleich auch noch einen Blick drauf werfen, ob man. Ach, ja, Kackvieh. Hol ich Flint. Flint. Gleich geht die Sonne auch wieder unter, dann können wir noch mal ein bisschen Seelen farmen. Ey, dieses Tier macht mich wahnsinnig. Dann pack's weg. Ja, ich werde jetzt auch sofort ohne das. Ich bin dreimal länger unterwegs mit dem, bis der da ist. Der Todescounter wird erst in Schwung kommen, wenn die Reckoning-Welle rollt. Glaube ich. Wir sind momentan wirklich sehr gut gerüstet. Also die Gegner, wir haben jetzt gerade die Raptoren gejagt, der hat ja überhaupt nichts zu lachen gehabt. Wenn du schön Headshots reindrückst, dann. Ach, selbst ohne. Sind die ganz dick weg. Ja, selbst ohne ging der wirklich. Der hat eine relativ kleine Crit-Hitbox gehabt, so schien es mir zumindest. Also der hat nur ganz selten mal einen Crit kassiert, obwohl man auf den Kopf geballert hat. Echt? Warte da noch ein. Super, mir kann das nicht passieren. Was Sinnvolles brauchen wir noch? Dieses Rock Salt oder haben wir davon genug? Revent hat gerade forscht. Was? Revenant Faction has completed the Iron Insights Research Milestone. Was ist denn das? Revenant has completed the Call of the Wild. Call of the Wild ist bei Adventuring der Zwischenschritt, das ist Tier 2 Schritt bei Adventuring, das ist viel. Iron Insights kenne ich aber nicht. Mal her und gucken, was das ist. Ich glaube, das ist diese Verstärkung, kann das sein? Wirklich? Da werden sie jetzt aber.
Wenn jetzt aber dann echt weit vorne. Wir müssen vor allen Dingen da oben reinschauen, wenn die Outposts runterfahren, das Schild. Hm. Dass wir dann schnell hingehen. Das wird uns heute nämlich auch noch blühen. Getischt. Ja, wahrscheinlich. Don Muck, dankeschön. 5 Monate am Start. Viel Spaß dir. Kein. Crackrock Bricks. Haben wir schon irgendwas für Crackrock? Zum Verarbeiten meinst du? Nee, für Crackrock Chips? Nee, fürs Lager, lila Kugeln? Nee, die haben wir direkt zu Steinchen verarbeitet. Ja, dann zum Aufwerten, zu dem wir auch echt lang craften. Das Lager werden wir auch nochmal aufhübschen dürfen. Das ist ein bisschen schwierig langsam mit den ganzen Fässern. Ja, wir müssen da mehr. Kann man die irgendwo anders stellen? Nee, da kann man nicht eine Idee, nur die lässt sich sehr schwer realisieren jetzt hier. Wenn du es an der Wand machen würdest, aber dann haben wir halt das Risiko, dass dann eine Sprengung durchgeht und die Fässer zerstört oder was auch immer. Mhm. Wenn man es aber an der Wand macht, kann man diese Wehrgänge bauen, ne? Die man da hat, diese halben Foundations sozusagen. Und da kann man dann eben wieder was draufstellen. Oh ja. Kann man so Regale machen, mehr oder weniger, ja. Kannst du mal ein bisschen Munition bauen? Ja, klar. Aber ich weiß nämlich nicht, wohin wir mit dem Flint jetzt. Okay. Das ist voll. Und? Ich klau dir einfach den Flint da raus aus dem Fass. Ja, mach das. So, und Sticks hattest du, glaub ich, hier oben reingeschmissen, gell? Hier hatte ich irgendwas gesehen, ja. Da. Ja, aber das Sticks-Fass ist auch voll und wie gesagt, daneben das Fass heißt Äste. Da sind auch welche drin. Okay. Okay, dann haben wir jetzt wirklich genug. Ja. Also dann, Crude Stone Bowls. Leveln wir die durch und dann können wir vielleicht gleich noch die Bronze Bowls machen. Da bräuchte man jetzt viel mehr Bronze für. Also falls jemand noch irgendwas Sinnloses machen möchte. Ich farm schon Metall. Metall, genau. Also Bronze, Flux, Zinn und Kupfer. Die ja, das, was halt kommt, ne? Ja, dieses Zinn und Kupfer kriegst du ja raus, wenn du Steine. Ja, ja, eben. Nur wenn du es gelevelt hast. Ja, wenn hab du ich auch, ja. Das sollte doch jeder, denke ich mal, ne? So, damit hätte ich jetzt auch die besseren Bowls. Die Darts brauchen wir ja im Grunde genommen nicht. Bei Arrows habe ich auch alles gelevelt. Das hieß Rothwood Sticks Strong Fiber Twine. Blind, dann haben wir da bessere Pfeile. 8,8. Thornwood Bar. Ja, die Axt haben wir noch nicht, die T2 Axt. Damit könnten wir uns die Thornwood Pfeile machen, die wären richtig gut sonst. Schwierig. Leider sagt aber die Forschung nö. Ja, tschüss, oder? Was? Guck mal auf die Uhr. Ach ja, dann tschüss. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir noch ein bisschen Munition hier. Ich zumindest werde das versuchen voranzubringen. Dann werden wir mal losziehen und auch das Strong Fiber uns besorgen, das werden wir dringend brauchen. Und dann vielleicht auch noch bessere Munition bauen können, weiter Kupfer machen und dann uns aufrüsten für die Reckoning-Welle. Ein bisschen Angst. Ich muss gleich mal gucken, was die Revenants da gemacht haben. Wird auch noch interessant. Also bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.